Mir ist das egal. So kleine Fehler machen das ganze Produkt nur noch persönlicher. Außerdem, die Hose kostet 50 Euro. Wenn die hin ist, ist mir wurscht. Hey Leute, was geht ab? Maximilian am Start. Ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, liebe Leute, was gibt's zu sagen? Ein absolut erfolgreicher Drop. Nach 2 Stunden waren wir sold out. Der Hammer! Es gibt nichts mehr, bis auf die zurückgehaltene Ware, die natürlich weiterhin in der Krugerstraße 10 im ersten Bezirk in Wien verkauft wird. Das heißt, für all jene, die sich noch was ergattern wollen, die Wiener, herzlich willkommen, eingeladen, sich da noch was zu holen. Wiener Marke, von dem her müssen wir natürlich auch representen. Freunde, danke an alle jene, die gekauft haben. Die Bestellungen sind unterwegs zu euch. Die ganze Nacht wurde verpackt, natürlich auch wieder mit mir dabei. Also hier steckt viel Leidenschaft drin. Vielen lieben Dank. Ihr werdet es aber auch merken, wenn die Produkte bei euch ankommen. Für alle, die nichts bekommen haben, tut mir leid. Nächster Job wird auf jeden Fall wieder legendär mit dem Thema Liberty and Justice. Ich will aber gar nicht mehr länger quatschen, Freunde. Heute gibt es wieder ein Do-It-Yourself-Video. Ich habe auch schon mal vor einem Jahr ein Video gedreht. Ihr wisst, ich bin kein Freund von Normalhose oder Jeans einkaufen und dann einfach so lassen. Ich verleihe dem gern so meinen persönlichen Touch, macht da gern auch ein Do-It-Yourself und das werde ich auch heute wieder machen, deswegen wechseln wir jetzt direkt in den Arbeitsbereich. Kurzer Camera-Switch auf das iPhone, ich habe 2 Kameras installiert, damit ihr auch jeden Schritt nachverfolgen könnt. Was stylen wir heute um? Momentan sehr begehrt, die Jeans wieder etwas baggier, so leicht im Skater-Look, auch ausgewaschen, jetzt sehr, sehr modern, gefällt mir auch persönlich sehr, sehr gut. In diesem Straight-Look, also die Hose sehr straight nach unten, jetzt ohne engeren Schnitt, sondern eher lockere gehalten. So, ich zeige euch jetzt mal ganz kurz den Fit zur Hose selbst. Ich würde die auch in der Kombi mit den Nike SB so tragen. Gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Aber ihr wisst, ich verleihe der Hose, wie gesagt, gerne meinen persönlichen Touch. Und deswegen habe ich mir ein paar Arbeitsutensilien schon im Vorhinein auf Amazon bestellt. Ich bin mehr als zufrieden. Also ich habe einige Jeans zu Hause, auch von Levi's und teureren Marken. Aber ich werde mir die Hose auf jeden Fall nochmal holen, weil ich sie auch gerne normal hätte. Die werde ich aber hier jetzt unter Anführungszeichen verschönern. Was habe ich vorbereitet? Und zwar habe ich hier einen Lackspray. Mit diesem Spray werden wir die Hose auch noch verzieren. Ich habe da so ein Printing im vorderen Bereich vor. Das werden wir mit dem hier machen. Ich weiß nicht, ob das der richtige ist. Ich habe jetzt einfach mal einen schwarzen Lackspray bestellt. Dann noch so einen Vienna Patch. Den kann ich mir ganz gut vorstellen. Hier irgendwo auf der Hosentasche. Werden wir aber später dann auch noch machen. Dazu einen Edding, um gewisse Dinge anzuzeichnen. Aber vielleicht auch noch so ein paar Gritzi-Grazis drauf zu machen, wie man Österreich sagt. Dann noch ein Stanley-Messer, mit dem ich aber nicht nur die Hose bearbeiten werde, sondern auch diesen Karton, den ich mir hier nochmal vorbereitet habe. Dann ein paar schwarze Nieten, die sind zum Draufschrauben, das heißt, wir machen kleine Löcher rein, stecken dann die Schraube rein und schrauben wieder drauf. Die werden wir stellenweise verzieren. Dazu noch einen Drucker, weil ich habe noch so ein Printing vor. Was wir zuallererst machen, ist, glaube ich, das Ding mit dem Lackspray. Ich stelle mir hier nämlich vorne, ähnlich wie das Vêtement schon gemacht hat, einen Lack in Blockbuchstaben vor, das heißt hier in dem vorderen Bereich. Gefällt mir ganz gut. Ich werde aber jetzt nicht M&M draufschreiben, weil das ist einfach zu kurz, sieht nicht nice genug aus, sondern Vienna. Dazu habe ich diesen Karton vorbereitet. Der wird aber so nicht passen, deswegen nehme ich jetzt meinen Laptop, na sicher, öffne hier einfach eine neue Word-Datei, nehme das Blatt im Querformat, wo macht man das nochmal? Im Querformat, ändere mal die Schriftgröße gleich auf 36, größer. Schreibe hier mal Vienna hin. Wir haben noch eine andere Schriftart nehmen. Man muss sich da leicht spielen und das Ganze formatieren. Ich mache es jetzt nochmal größer, 140. Sehr gut. So passt das ungefähr. Ich drucke das Ganze jetzt einmal aus. Was ist jetzt mit dem Drucker? Es ist ein Papier drin. So, hier habe ich das jetzt einmal ausgedruckt. Das Ganze lege ich jetzt einfach auf diesen Zettel. Wir schauen uns das an, wie das auf der Hose aussehen würde. Du brauchst nicht zweimal drucken. Ah, dann druckst du halt zweimal. So, wir drucken das Ganze aus. Ich sehe mir das mal ungefähr an und falte das mal so circa. Geh, bitte! Gib jetzt eine Ruhe! So, das schneide ich jetzt einmal aus. Gut, ausgeschnitten ist es. Dann legen wir das hier drauf, damit das gut drauf passt. Fixieren das mit Dixo oder Klebeband, wie die deutschen Kollegen sagen. Und jetzt, liebe Leute, brauchen wir nochmal eine Unterlage. Jetzt, liebe Leute, legen wir das da drauf und versuchen das vorsichtig entlang des Randes schön auszustechen. Gut, schauen wir mal, ob wir das A rauskriegen.
Nein, noch nicht ganz, da müssen wir ein bisschen nachhelfen. So, jetzt haben wir das A quasi ausgeschnitten. Wenn ich das jetzt wegnehme, haben wir hier diesen Buchstaben. Das bietet unsere Unterlage. Dasselbe machen wir mit den weiteren Buchstaben. Wow. Also das E auszuschneiden, das war jetzt die Challenge des Todes. Bist du deppert. Aber okay, jetzt nur mal das I und das V. Dann haben wir es erledigt. Das ist easy, easy going. Ja, nur um das festzuhalten, liebe Leute. Ich bin absolut kein Bastelprofi oder sonstiges. Ich habe mir einfach überlegt, wie das ungefähr funktionieren könnte und probiere das jetzt das erste Mal. Das heißt, wenn was Meier geht, dann ist es halt so. Ich bin der bei Art Attack immer verkackt hat beim Nachbasteln. Das sind echt so easy Schritte, die jeder nachmachen kann. Und noch dazu finde ich, also mir macht es gerade Spaß, mein E. Oh mein Gott, mein E. Upsi. Gut, mein E muss ich jetzt gleich mal mit Dixo retten. Ich sehe schon, das wird sonst eine Katastrophe. So, Freunde, jetzt nur mal das V und dann ist es erledigt. So, und, jawohl. Damit sind wir fertig, Leute. So schaut jetzt das Schild aus. Ich finde, das ist schon mal gelungen. Man kann sich diese Buchstaben auch nochmal aufheben. Vielleicht fällt mir später damit nochmal was ein. Das heißt, ich weiß jetzt schon, für was ich die verwende, zeige ich aber erst nachher. Wir nehmen jetzt unsere Hose her und legen die mittig auf. Am besten ist, wenn wir vorher die Hose schließen mit den Knöpfen, damit das später auch so draufsteht, wie die Hose auch angezogen aussieht. Strecken das Ganze so in die Länge, damit das wirklich so liegt, wie wir die Hose auch später anziehen. Jetzt nehmen wir zuerst Zettel her, um alles andere rundherum zu schützen, was nicht angesprayt werden soll. Ich werde es auf der Mitte oder im unteren Drittel des Hosenbundes platzieren. So circa. Leg noch Zettel überall anders hin, wo der Lack nicht drauf soll. Ich weiß noch nicht, wie ich es mache, Leute. Ich weiß noch nicht. Ich glaube, ich mache das Schritt für Schritt. Ich mache das gleich Buchstabe für Buchstabe. Wichtig ist, dass wir überall, wo wir nicht hinsprayen wollen, einen Schutz haben. Ich fange jetzt mal mit dem ersten Buchstaben an. Ich hoffe, das gelingt. Ich weiß nicht mal, wie ich die Dose aufkriege. Nice, Digga. Fangen wir mit dem ersten Buchstaben an. Here we go. Oh mein Gott. Gut, dann gehe ich zum nächsten Buchstaben. Die Finger sind schon mal schwarz, sehr gut. Weiter zum nächsten Buchstaben, das wird ein bisschen trickier. Dann weiter zum E, auch das kann tricky werden. Super, auch die Hand ist komplett schwarz, da muss ich, das kriege ich nie wieder runter, oder? Lack, geht Lack von der Hand runter. Das I, das V. Und damit sollte ich fertig sein. Oh mein Gott, jetzt gehe ich aber schnell die Hände waschen. Mit Wasser ein bisschen rubbeln geht das alles easy runter. Gut, ich lege die Schablone mal weg und wir sehen uns beim Werk an. Ja, finde ich. Ist nicht ganz gerade, oder? Ja, wurscht, aber ist nicht so schlecht. Für den ersten Versuch kann man das auf alle Fälle lassen. Das lege ich lieber irgendwo drauf. Wenn ihr das am Boden aber, oder am Holztisch legt, das kann schon ein bisschen gefährlich. Okay, gut, das heißt, fürs Erste sind wir fertig mit unserem Druck. Was wir als Nächstes machen, ist folgendes. Druck, ist das schon trocken? Naja, es wird noch nicht ganz trocken sein. Wird noch ein bisschen benötigen. Das nächste, was wir jetzt machen, ist, wir trennen die Hosennaht unten auf. Dazu machen wir folgendes. Und zwar trennen wir diese Hosennaht hier auf, die hier unten ist. Das sieht nämlich meiner Meinung nach ganz gut aus. Dazu nehmen wir einfach wieder unser Standy-Messer, fangen hier... Ja, das war schon mal schlecht. Das ist gar nicht, das ist, glaube ich, jetzt etwas tricky. Wir versuchen nämlich hier innen die Hosennaht zu öffnen. Ja, das macht dann sein Klickgeräusch, genau. Ah, geht gar nicht so schwierig. Einfach mal reinstecken und dann anziehen, dann wird das automatisch durchgeschnitten. Na! Scheiße! Ist das da durchgeschnitten? Das ist natürlich komplett falsch. So, nur die Naht, Leute, wenn es geht. Jetzt. Ah, jetzt ist es offen. Jetzt, Leute, haben wir die komplette Hosennaht hier aufgetrennt. So sieht das Ganze vorher aus. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Das nehmen wir so nach außen überall. Yes, nice. Und jetzt nehmen wir die Jeans Innenseite oder die Außenseite. Was will ich? Ha, schwierige Frage. Je nach Geschmack trennen wir jetzt entweder die Außenseite oder die Beininnenseite auf. Je nachdem, wie es euch besser gefällt. Ich werde die Außenseite auftrennen. Und zwar entlang der Naht wieder. Hier entlang der Naht. Ich werde jetzt mal so um die 4 cm machen. Mal schauen, wie das aussieht. Ansonsten kann ich es immer noch länger machen. Ah,
Vermutlich sollten wir uns was drunter legen. Ah, es geht schon. Dann reiße ich das jetzt ein bisschen auf und habe dann hier so einen Riss drin. Das macht die Hose unten breiter. Ich habe jetzt zum einen die Naht hier aufgetrennt, aber auch hier, sodass das Ganze noch locker aussieht. Nein, Spaß, das habe ich mir vorher nicht so vorgestellt, aber egal, ich finde das schon nicht so schlecht aus. Würde ich genauso tragen. Gut, selbes Spiel mit diesem Hosenbein. Man muss dazu sagen, Leute, ich beeile mich jetzt auch, damit ich da nicht allzu lange sitze, weil ich das Video fertig bekommen möchte. Man kann es natürlich mit viel größerer Sorgfalt machen, dann passieren auch nicht so viele Fehler wie mir jetzt gerade, aber mir ist das egal. So kleine Fehler machen das ganze Produkt nur noch persönlicher. Außerdem, die Hose kostet 50 Euro. Wenn die hin ist, ist mir wurscht. Finanzamt? Ja, schaut viel nicer aus mit den aufgetrennten Nähten. Beim zweiten Hosenbein ist mir auch um einiges besser gelungen. Ich weiß nicht, in welche Kamera ich schauen soll. Zuerst ziehen wir die Hose mal an. So, schleifen das jetzt rüber, aber schaut schon mal nicht zu schlecht aus, finde ich. Jetzt gehen wir her und machen Folgendes. Wir zeichnen uns ein, wenn wir stehen, wo unser Knie ist. Das heißt, wenn ich jetzt stehe, ist mein Knie hier. Das heißt, ich mache mir hier eine Einzeichnung. Da ist mein Knie circa. Scheiße, was ist denn da unten passiert? Safe, also das nächste Mal, Leute, verwendet auch unten eine Unterlage. Das hätte ich machen sollen. So, jetzt haben wir hier die Markierung. Jetzt kann ich mich natürlich austoben, wie ich möchte. Ich schreibe hier jetzt einmal MEM hin. Oder mache ich das? Ja. Das ist viel zu groß geworden, aber egal. Mach da ein kleines MEM Vienna hin und schneide die Hose genau über dem Strich beim großen MEM Vienna auf. Ha! So mache ich das. Jetzt mache ich da noch einen kleinen Riss rein. Hier. So, jetzt habe ich hier einen Riss reingemacht und nach unten noch einen. Jetzt nehme ich das Material von der Hose und ziehe da einfach ein bisschen an, sodass die Nähte herauskommen. Überall ein bisschen anziehen, unten wie oben. Dann sieht das Ganze nicht so krass durchgeschnitten aus. Und dann nehme ich das Hosenbein und ziehe einfach ein bisschen nach unten. Wenn ich das dann anziehe, kann ich das nachher noch etwas verschönern. Ansonsten sieht das Ganze einfach mal so aus. Ich kann natürlich überall noch mit Edding was hinschreiben. Kleine Zeichnungen drauf machen, was das Herz begehrt, Leute. Also da könnt ihr euch komplett austoben. Jetzt habe ich noch die Nieten, Leute. Bei den Nieten habe ich mir Folgendes vorgestellt, dass ich einfach hier teilweise entlang von der Hose kleine Kreuze reinmache, um die Schrauben da durchzubringen. Wo ihr das macht, ist aber völlig irrelevant. Ich werde das ungleichmäßig verteilen und mal schauen, wie das Ganze dann aussieht. Hier ein paar Nieten raus. Ah, die sind cool. Die sind nice. So, Nieten habe ich jetzt unten überall drin. Die Löcher, die ich reingemacht habe, sind so groß, dass ich die Hälfte wahrscheinlich eh wieder verlieren werde. Was man sich jetzt noch überlegen kann, ist, ob man diese Ösen, mit denen die Jeans verschlossen ist, ebenfalls austauschen. Ebenfalls austauschen sollte gegen Nieten. Keine Ahnung, ob ich das jetzt noch mache. Ich glaube aber nicht, weil dann geht man die Hose auf, oder? So, ich habe jetzt aus dem MEM-Ding noch einen kleinen Spruch gemacht. Man bringe den Spritzwein, das ist ein Ausspruch unseres ehemaligen Bürgermeisters und bei uns in Wien eine absolute Legende. Man bringe den Spritzwein. Hinten habe ich mir überlegt, möchte ich mir jetzt noch die Buchstaben hinlegen. Vielleicht auf die Art und Weise so. So, ich lege das jetzt hier einfach so auf. Es wird safe wieder was daneben gehen. Aber wie gesagt, ich bin kein Profi, Leute. Das heißt, ich mache das irgendwie. Ah, nein! Die muss man scheinbar festkleben, oder was? Na, das fliegt weg. Ich habe mir da jetzt zwei Sicherheitsnadeln geholt. Die werde ich dann später auch noch verwenden. Jetzt aber. Oh, Leute, das ist alles ein Pfusch. Ja, und das E halt natürlich. Wenn ich das jetzt wegnehme, sollte das I da sein. Das E. Ja, geht. V. Ja. Ja, das ist halt jetzt ein bisschen ein Pfusch geworden. Macht aber nichts. Wir werden jetzt hier noch. Wo ist jetzt der Patch? Alles geht verloren erst. So, nachdem die Aufnahme mittlerweile da auch schon ausgefallen ist, habe ich mir da angesehen, wo mein Patch ist. Habe ich mittlerweile gefunden. Er liegt einfach nur hier. Zack. Diesen Patch werden wir jetzt ganz einfach fürs Erste, wenn das dann safe aufgenäht wird, mit einer Sicherheitsnadel befestigen. Vielleicht lasse ich das aber sogar so, weil ich finde, dass es eigentlich ganz nice aussieht. So, und sieht gar nicht mal so schlecht aus. Drehen wir das Ganze um. Perfekt. Wiener Patch ist hinten drauf. Wir haben hinten VAI und den Patch. Den werde ich, wie gesagt, noch annehmen lassen. Ich würde dann auch vorne hier nochmal bei MEM vielleicht noch durch das MEM die Sicherheitsnadel stecken. Ich glaube, das schaut ganz nice aus. So. Schwarze Sicherheitsnadel. Here we go, na sicher! Geil, schaut super aus. Also ich finde es fürs erste Mal gelungen, man kann das überall noch verfeinern. Also ihr könnt euch austoben des Todes. Ich werde die Hose jetzt einfach mal anprobieren und mir ansehen, wie das Ganze aussieht. Ich hoffe gut. Ja, wurscht. Sonst habe ich auf 550 Euro Hose verschandelt, ist auch nicht so schlimm.
So Leute, fertig ist der Fit. Ich finde es gar nicht mal so schlecht. Was wir natürlich, also wir haben vorne hier Vienna Print, wir haben hier die Sicherheitsnadel mit der Aufschrift, dann haben wir hier den Einriss, den kann man natürlich noch stärker machen, da zum Beispiel mal am Rand hin, so, und das noch ein bisschen ausfransen. Finde ich gar nicht so schlecht. Das Einzige, was halt Meier gegangen ist, ist Folgendes. Unten das Fit Baba eigentlich. Also es fällt genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich finde das mit den Nitten auch gar nicht so schlecht. Es franzt so nach außen aus. Der einzige Scheiß ist Folgendes, ich habe das auf der Seite genauso gemacht. Also zweimal geht das jetzt so seitlich. Keine Ahnung, ich glaube, ich lasse das. Ich finde es, ja, ich lasse das einfach so. Da haben wir eben die aufgerissene Jeans. Hier haben wir die Verzierung. Dann hier hinten, Leute, sieht man nochmal den Patch. Das muss man auf jeden Fall nochmal verbessern. So. Prinzipiell not so bad. Das heißt, im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Lara! 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 Was gibt's denn? Ich bin so derisch. Wie findest du's? Cool. Sehr cool. Du lügst oder was? Steht da. Gut, das mit zwei Kameras merkt man schon, funktioniert auf alle Fälle super. Nichtsdestotrotz, das mit der Hose hat vielleicht auch nicht zu 100% funktioniert, aber ich bin mehr als zufrieden. Klar sind ein paar Fails passiert, aber die machen die Hose dann nur umso mehr aus. Ich werde die Hose safe öfter tragen, ich finde, die ist gut gelungen. Schreibt mir auch in die Kommentare, ob sie euch gut gefällt. Schreibt mir auch in die Kommentare, was ihr nice findet, was ihr vielleicht anders machen würdet. Und schickt mir auf Instagram eure Hosen, wenn ihr es nachgemacht habt. Haben ja einige in meinem vorigen Video schon gemacht. Ich finde, die Hose ist jetzt noch besser gelungen. Man kommt von Mal zu Mal rein. Man kann sich hier komplett austoben, also macht, was ihr möchtet. Designt eure eigene Hose, bringt einen eigenen Touch rein. Denn so eine Hose, die ich jetzt anhabe, mag vielleicht auch nicht jeder Hand ziehen, aber hat nicht jeder sein absolutes Unikat. Macht euch euer eigenes Unikat. Wenn euch das Video gut gefallen hat, war mega viel Arbeit, das Schneiden auf, das bin ich noch gespannt, weil das verkackt nach der Reihe. Lasst mir auf jeden Fall ein Like da. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr noch nicht habt. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir und wir sehen uns dann am Freitag wieder mit einer Reaction. Das ist von mir, euer Maximilian. Jetzt kommt dein Moment. Ah, nein!